Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Star Stable Online. Wir haben ein neues Update bekommen nach dem 10-Jahres-Event, das nun vorbei ist. Jede Feierlichkeit hat dann auch irgendwann mal ein Ende. Ja, hat sich Star Stable überlegt, was machen wir denn bis zum Halloween-Event, was ja bald kommen wird. Und da gibt es jetzt ein neues Rennen auf der Koppelinsel. Wir müssen dazu hier gleich mit Lizzie Jarlason sprechen. Das ist die jüngste Tochter der Familie. Und ja, sie zeigt uns hier gleich eine neue Springstrecke, die wir ausprobieren dürfen. Ja, und Runestone und ich haben uns hier schick rausgeputzt. Runestone trägt das traditionelle Epona-Set. Das kriegt ihr natürlich in Epona. Da müsst ihr natürlich da hinkommen können, um euch das ja zu kaufen. Ich trage das ja iberische Set. Passend farblich habe ich mir gedacht, so ein bisschen dazu, wer halt eben wissen möchte, was wir hier so tragen. Ja. Dann sprechen wir doch mal mit der kleinen Maus hier. Hallo Lissy. Die Koppelinsel gelangt zu neuen Ehren. Runestone, komm her, mein Pferdchen, komm zu mir, ich muss dir was erzählen. Hast du schon von dem neuen Rennen gehört, das ich mir ausgedacht habe? Es heißt Koppelinsel-Tänzelei und es ist das beste Rennen weit und breit. Was sagst du, Runestone? Du willst das neue Rennen mit all den aufregenden Sprüngen und Kurven ausprobieren? Natürlich willst du das. Komm schon, Daniela, versuch das mal. Du wirst doch Runestone diesen kleinen Wunsch nicht abschlagen, oder? Oder? Natürlich nicht. Dann wollen wir mal gucken. Bitte steinigt mich nicht, wenn ich das jetzt nicht auf Anhieb hier so toll schaffe. Ich mache das jetzt wirklich hier zum ersten Mal. Oh, ich habe verloren. Okay, dann beginnen wir einfach mal neu. Und starten vielleicht mal nicht ganz so schnell. Oh, was? Warum zeigt er mir links rum an, wenn ich da lang muss? Sehr verwirrend. Wie, ich habe verloren. Fangen wir halt nochmal an. Irgendwie kann das ja wohl nicht wahr sein. So, jetzt aber. Es hat schon so seine Tücken, ne? Wow, der ist aber echt hoch. Wow, oh, voilà. Das war ein bisschen zu hoch für Runestone. Beziehungsweise ich bin zu früh mit ihm abgesprungen. Er hat Runestone eigentlich schon ganz gut gemacht. So, einmal hier rum. Und ich glaube, dann sollten wir es geschafft haben. Och, du meine Güte. Puh.
Puh, das hat schon ordentlich was drin, das Rennen. Das hast du ganz toll gemacht, Moonstone. Und du warst auch nicht schlecht, Daniela. Hihi, kommt bald wieder. Naja, Moonstone hat's wirklich toll gemacht. Also der hat da echt sich einiges verdient. Pferd ist um ein Level gestiegen. Genau, deswegen habe ich ihn ja mitgenommen. Beim ersten Mal bekommt ihr besonders viele XP. Das heißt, ihr solltet euch natürlich ein Pferdchen wählen, was auch noch sehr viel Level gebrauchen kann. Ja, und dann könnt ihr halt eben hier weitermachen. Wir können ja einfach nochmal hier ein bisschen was starten. Das ist der normale Wettbewerb, glaube ich, gewesen. Er sieht ein bisschen anders aus. Ja, das ist der normale Springwettbewerb. Oh, jetzt hat mich die andere Reiterin hier total irritiert. Schnell, schnell, schnell. Ja, ich bin nicht die Beste bei solchen Spring-Events. Aber ist ja auch nicht schlimm. Es geht ja um den Spaß. Das ist halt jetzt das, was. Gerade neu angeboten wird. So. Ich habe eine neue Höchstleistung geschafft. Naja, das wage ich zu bezweifeln bei der Leistung, aber gut. Das wird wahrscheinlich meine eigene persönliche Höchstleistung sein. Ja. Super gemacht. Die Strecke ist wohl nicht zu einfach für dich. Du magst sie. Oh, wie lieb du bist. Tschüss. Ja, tschüss, Lisi. Wir wollen die Kleine mal nicht enttäuschen. Die Strecke an sich ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ne? Also kann man gar nicht anders sagen. Ist wirklich ganz, ganz toll geworden. Ja, das ist so das, was diese Woche neu reingekommen ist ins Spiel. Ansonsten denke ich, hoffe ich, wird nächste Woche das Halloween-Event losgehen. Oder diese Woche vielleicht sogar schon am Mittwoch. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt. Man hat ja schon ein bisschen was gesehen, so pferdemäßig. Macht euch da nicht allzu große Hoffnungen. Ich glaube nicht, dass ich im Moment in der Lage sein werde, ein Pferdchen zu holen. Geschweige denn es holen möchte. Aber ich werde es euch definitiv gern zeigen. Ja, ihr Lieben, dann seid mit mir gespannt auf die weiteren Updates, die da so kommen. Vor allen Dingen das Halloween-Update ist immer sehr, sehr cool gemacht. Und dann sagen Runestone und ich euch Tschüss, bis zum nächsten Mal.